Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zurück zu Egerson Spiel Civilization 5. Wir versuchen hier unser Bestes. Und wird es gut genug sein? Mal gucken. Wir waren mit Sydney verbündet, unserem Erzfeind an Stadtstaaten. Was es nicht alles gibt. Die Erde heilt. Wir heilen mit. Aufständische ist keine Überraschung. Solange wir unsere Frachten frachten können, können wir es machen. Gibt es einen Stadtstaat? Ja, wir können. Wir gehen nach Mbasa-Kongo. Hier sind wir nämlich safe. Mit unseren Einheiten, würde ich behaupten wollen. Und wir können... hier hin. Ja. Gut. Jetzt ist die Frage, willst du noch... Warum haben wir die Straße hier nicht fertig gebaut? Was machen denn meine Bauarbeiter den ganzen Tag, sag mal? Sag mal, was machen die denn? Gegen Marineeinheiten. So, jetzt aber. Nineveh kann noch was bauen. Oh, jetzt hätte ich natürlich gern... Ja, hol mal den Bomber hier. Hol mal den Bomber, während wir hier eine Militärakademie bauen. Nein, nicht angreifen, sondern Stellungswechselmodus. Bis hierhin kommst du nicht, aber in der nächsten Runde kannst du von Tikal aus angreifen. Und in Nimrud bauen wir auch noch einen Bomber. Nächste Runde. Mbasa-Kongo hat Attila den Krieg erklärt. Aber wieso denn? Ist mit Mbasa-Kongo nicht mehr cool? Wieso das denn? Zornig. Wann haben wir euch denn bitte den Krieg erklärt? Totaler Mumpitz. Mumpitz, sage ich. Mumpitz. So, dann auf. Oh, wir kommen echt nicht, wir kommen nicht mal so weit. Nein, nichts tun. Stellungswechsel. Nach Assur. Fernangriff, Fernangriff und noch ein Fernangriff. Niemand getötet? Na gut. Wir gehen trotzdem noch am Mbasa-Kongo. Ey. Die Artillerie soll von hier aus in der nächsten Runde angreifen können. Minus 20 zu Unzufriedenheit wieder. Oh. Hm. Dabei lief es mal eine Zeit lang richtig gut. Eine Börse ist bei 35 Gold richtig gut. Das hier ist klar. Die Azteken haben ein Kuh gelandet. Jetzt wird ein Schuh draus. Okay. Und in Venedig muss natürlich eine Börse stehen. So. Die ersten Einheiten sind hier. Wir sehen, dass sie dann noch mit sehr altmodischen Schiffchen kämpfen. Und es bald mit richtig schönen Schiffchen zu tun haben werden. Boah, die kommen da echt weit rüber, ne? So, du kannst deinen ersten Kill einfahren. Der hat sich dazu entschieden zu gesunden. Na gut, na gut. Oder aber es hängt damit zusammen, dass sie geplündert haben. Das kann auch sein. Wenn wir hier drauf gehen, dann haben wir unseren ersten Bomber eingesetzt, um uns zu verteidigen. Das gefällt. Wer ist jetzt dran? Beendet zu. Zurück. Kaukia. Universität ist natürlich immer nice. Kaserne. Bau eine Universität. Wir haben... Hä? Ah, nee, 6 Produktionen. Auf einem Feld mit 2 Aluminium. Okay, holen wir mehr Öl. Aber Aluminium können wir, glaube ich, noch mehr gebrauchen. Da warten, ja gut. Werden wir später sehen. Aktuell können wir es noch nicht einsetzen. Wird sich bald ändern. Mhm. Wo willst du jetzt hin? Ach, hier geht es nicht weiter, weil alles zu ist. Na gut. Oh, hoffentlich ist ein Mbasa-Kongo jetzt nicht böse.
Oh, es ist ein sehr bös. Oh. Oh. Alles zunichte gemacht. Dreidecker ist fertig. Luftraumsäuberung oder beim Abfangen fangen. Lieber Luftraumsäuberung. Und Abfangen feindlicher Flugzeuge oder doch gepanzerte Einheiten gegen Marineeinheiten. Plus 2 Einsatzreichweite. That's the way to go. Und wir werden einen Stellungswechsel in Betracht ziehen. Richtung Palenque. Werden wir hier aus den Grenzen im Basar-Kongos rausgehen. Das haben sie richtig gut gemacht hier. Meinen verbündeten Stadtstaat. Mir entrissen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Das war's dann mal. Wir bleiben in Nineveh. 19 Unzufriedenheit. Kann jederzeit irgendwo anders nochmal passieren, dass uns da einer dieser Unholde. Was wollte ich sagen? Das ist eigentlich so. Dass uns die Barbaren hier, die Aufständigen, wir kommen in Frieden. Das ist klar. Wie kommst du drauf, dass wir einen Krieg anzetteln wollen? Wundervollsten Völker der Welt. Und in Palenque ist ein großer Schriftsteller geboren. Und wir können Luftangriffsmodus machen. Aber wir werden... Boah, wir haben da erst Probleme dann mit. Hätte ich nicht gedacht. Also, wir haben dann... Wir werden selbst Schaden nehmen. Boah, ich glaube, ich habe zu viel aufgenommen heute. Mein Hirn ist nur noch ein Brei. Wir gehen weiter nach Melbourne. Wir gehen hier rüber. Brauchen zu Hause vielleicht eine Zitadelle. Wer weiß. Komm hier nicht rein. Komm hier auch nicht rein. Geh mal rüber. Geh mal darüber. Ja, ja, ja. Den Bomber. Wie weit kannst du jetzt bis hier? Überhaupt nicht weit. Ah, das ist echt... Stellungswechsel. Wieder zurück. Das sieht doch vielversprechend aus. Machen wir hier mal zu. Politisches Traktat schreiben. Sehr gut. Wir brauchen trotzdem noch 8 Runden. Nun denn... Bordturmrichten. Nein, ich möchte lieber hier die Mine. 5 Aluminium. Das hätte ich gern. Da fühle ich mich wohl. Nächste Runde. Frage ist, ob wir erst Rostov angreifen, statt Tenochtitlan. Was haltet ihr davon? Lass mal hier rüber gehen. Und auch hier mal uns ein bisschen umschauen, mit was wir es zu tun haben werden. Ist ja wieder so eine Stadt, die man nur auf Melbourne und seiner Verbündeten. Prora ist schon im Bau. Wenn Tenochtitlan das bauen sollte, dann werden wir es mit allem, was wir haben, einnehmen. Assur kann noch mehr Fregatten bauen. Wir haben das Eisen und Jaroslawl ist so klein, da wird eine Bibliothek schon mal Wunder wirken. Der Weltkriegsbomber. Kann in die Hauptstadt. Unser Dreidecker kann hier angreifen. Und Gutes. Nächste Runde. Kommen wir hier durch? Nee. Dann gehen wir hier ein. Ich möchte halt ungern mit Mbasa Kongo in den Krieg kommen. Wenn es dann losgeht. Jetzt haben wir kein Geld, um unsere Einheiten zu modernisieren. Wieso eigentlich? Einheiten, Gebäude, Geländefeldmodernisierung.
Wir müssen Einheiten aufgeben. Ja, so nicht. Soll mal Rostov, soll mal jetzt mal einen Krieg erklären hier? Wir können, ich glaube schon, oder? Ja. Mit Melbourne ist Tenochtitlan nicht verbündet. Mit Wittenberg ist Tenochtitlan nicht verbündet. Mit Massakongo schon. Aber da ziehen wir uns einfach geschickt zurück. Sollen sie doch kommen. Okay. Okay. Dann heißt es Krieg. Mal gucken, ob es gut geht. Gut. Wir brauchen Gold in erster Linie. Hier haben wir schon mal keins bekommen. Was wir aber machen können. Ist doch hoffentlich hier die ein oder andere Freibeutereinheit zu bekehren. Ich wollte dich nicht töten. Ich wollte dich bekehren. Auch nicht. Na gut. Okio. Okio. Drei Decker. Mehr kann das nicht mehr machen. Kannst du eine Luftraumsäuberung durchführen? Nee. Luftangriffsmodus, da bist du zu weit weg für. Stellungswechsel ist halt auch nirgendwo hier oben hin möglich. Nun gut, wenn wir erstmal. Was habe ich jetzt gemacht? Speichern ist immer gut. Zurück zum Spiel. Wenn wir erstmal Rostov eingenommen haben. Nachdem wir die Marine ausgeschaltet haben, ist das ein leichtes. Dann warten wir hier, bis nichts mehr passiert. Kann der Bomber irgendwas machen? Wie weit kannst du? Du kannst überhaupt nicht weit fliegen. Ach, ich meine, was abbrechen, dass du nichts machst. Jetzt ist auch mal gut hier. Irgendwas ist doch hier mit der Tastatur nicht in Ordnung. Jetzt habt ihr einen Befehl. Sehr gut. Wir haben nur eine Einheit verloren. So far, so good. Einheitenbeförderung. Kampf im unwegsamen Gelände. Heilen. Einheitenbeförderung. Triple Küstenräuber. Fortbewegung. Kann außerhalb von freundlichem Gebiet heilen. Das finde ich mal. Das finde ich mal gut. Dann, Spion hat Biologie im Palenque gestohlen. Schatzkammer produzieren 0. Das ist nicht gut. Ich weiß, Wittenberg. Einheit kann befördert werden. Hier ist es so. Blitzheilung wäre gut, ne? Ist das eine Trireme? Triere? Ja. In dem Fall ist es Blitzheilung. Dann töten wir dich. Wir können hier nicht. Oh. Wofür haben wir denn diese super fortschrittlichen Schiffe, wenn da nichts geht? Aber wir können hier noch nachlegen. Müssen ja eh in die Richtung, ne? Ich würde schon sagen, dass mir. Ach, jetzt gehe ich auf die Landeinheiten, wenn hier noch ganz viele Marineeinheiten stehen. Lass uns mal richtig aufstellen. Du könntest auch noch. Da bist du auf den Titeln angreifbar. Okay. Wir gehen erstmal
So, drauf. Dann haben wir nochmal zwei Schüsse hier. Das wäre strange. Und auch nicht gut. Wenn wir das machen würden, dann würden wir hier stehen und könnten halt von allem, was Tenochtitlan zu bieten hat, angegriffen werden. Was ich lieber machen würde, ist... ich hätte schon gern die Möglichkeit, ihn hier mitzunehmen, aber da bräuchte ich nochmal eine Fernkampfeinheit. Aber ohne Flugzeugträger wird das so schnell nicht passieren. Ja, Aluminium auf jeden Fall. Weltkriegsbomber ist fertig. Und jetzt hast du einen langen Weg vor dir wahrscheinlich. Stellungswechsel. Oh, geht sogar. Ab nach Hormus. Hier bräuchte man eine Landebahn, ne? Aber das wird uns natürlich weiterbringen. Müssen warten. Müssen warten, ne? Ausruhen. Du gehst hier hoch, um da ein bisschen Rabatz zu machen. Okay, kannst du von hier aus angreifen? Nein, das dauert zwei Runden. Dann, du kannst zweimal angreifen. Das wäre eine Möglichkeit. Eins, zwei. Na? So wird ein Schuh draus. Und du kommst hier mit rüber. Wir sind im wittenbergischen Gebiet. Das ist nicht optimal. Aber immerhin, wir können uns hier noch aus Rostovs Griff lösen. In Tulum hätte ich gerne eine Kaserne. In Persepolis auch. Abgeordnete einsetzen. Kakao verbieten, aufheben. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was uns hier Tenochtitlan entgegenzusetzen hat. Drei Einheiten getötet. Drei Marineeinheiten. Gibt Schlimmeres. Wir sind marinetechnisch gut aufgestellt. Oh, Weltkriegsinfanteristen. Eins und zwei. Dann. Dreidecker greift hier an. Der Bomber auch. Und. So haben wir uns im ersten entledigt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass da jetzt keiner kommt und den Weg hier abschneidet. Eieieiei. Warum muss das alles so kompliziert sein? Gatling-Kanone ist natürlich auch nicht verkehrt, um hier unten so ein bisschen sicherzustellen, dass da nichts passiert. Bis zur Heilung verschanzen. Ja. So, weiter geht's. Wir haben keine Freibeuter mehr am Start. Okay. Kriegt man trotzdem alles hin. Sehr, sehr gut. Heilen. Und du bist auch sehr gut gegen Marineeinheiten. Nun denn. Frachter, geh bitte irgendwo hin, wo es relativ sicher ist. Mit Belgrad sind wir wohl im Krieg. Sydney. Mit dir sind wir nicht im Krieg. Dann Vorschlag machen für das nächste. Immer noch. Ich werde es wieder vorschlagen. Kakao ist immer noch verboten. Ist unglaublich. Niemand nimmt mehr meine Schoki. Der Weltkriegsbomber. Kann eigentlich auch mal nach Mbasa Kongo, ne? Wenn. Oh, boah. Du kommst nicht mal bis. Du kommst bis nach Jaroslawl, okay. Okay. Nächste Runde. Großer General ist verfügbar. Und wir haben dann in der nächsten Runde auch endlich mal unsere
Artillerie am Start. Jetzt nur die Frage, wollen wir die Artillerie vielleicht nicht vor Tenochtitlan stellen, sondern mehr so Richtung Rostov? Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob er es überlebt. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Wurde, glaube ich, auch gefreibeutert. Ja. Und das hier war ja klar, dass das kommt. Wir gehen da natürlich drauf. Und jetzt ist die Stadtverbindung auch wieder frei. Gehen mit dem Dreidecker rein. Okay, oh. Okay, oh. Na, jetzt haben die auch eine Artillerie. Okay, okay, okay. Aber was will er denn groß machen? Kann er nicht viel machen. Er kann eins mal hier hinschießen. Okay, das können wir machen. Gehen wir hier ein bisschen auf Erkundungstour, bevor ich dir sage, was das nächstes zu tun ist. Noch mehr gegen Marineeinheiten, das ist zu tun. Und St. Petersburg. Wann ist St. Petersburg bitte eingenommen worden und von wem? Und wann? Und wie? Junge, was? Habe ich nicht mitbekommen. Sind die geswitcht? Das ist mir ja noch nie passiert, wirklich. Da die Unzufriedenheit Stadt St. Petersburg aufbegehrt und sich Indonesien angeschlossen. Wow. Weil wir so unzufrieden sind, habe ich auch nicht. Boah. Na gut. Na gut. Ja, ich habe bisher auch tatsächlich noch nie so viel Unzufriedenheit gehabt. Befehle. Wir haben hier Tenochtitlan so weit im Würgegriff, würde ich behaupten wollen. Und geben ihnen hier zwei Ziele. Gehen weiter auf unserer Tour Richtung Hauptstadt. Versuchen hier oben mehr Artillerie zu platzieren. Wollen hier Richtung Rostov. Ach Quatsch, das hatte ich doch hier unten vorgesehen. Nun gut. Gehen in die Stadt und heilen dort. Nächste Runde. In der hoffentlich. Ist auch sowas. Warum ist hier auf diesem einen Feld? Ja, hier unten nehme ich nicht. Hier unten ist nicht die Welt untergegangen, wenn wir mal eine Einheit dastehen haben. In Moskau können wir Dinge bauen. Das machen wir auch. Wie wär's denn mit... Wir haben all unser Öl aufgebraucht. Oh, weil St. Petersburg 5 Öl hatte. Nein! Ich glaub es nicht. Wie bitter ist das denn? Okay, unser Dreidecker ist frisch gebaut. Gegen gepanzerte Einheiten, gegen Marineeinheiten ist gut. Wir würden gern noch weiter runter gehen, aber erstmal nach Nineveh. Dort gehen wir wieder in Stellungswechsel nach Tikal. Positionieren sie hier oben besser. Ja, erst Rostov, aber Rostov bringt da wieder Unzufriedenheit, ne? Gibt es hier was plus 1 Gold für jeden Hafen, Seehafen oder Leuchtturm? Gold wäre schon richtig nice. Plus 4 Produktion, plus 4 Kultur in der Stadt mit der Indien Company. Großadmiral.
Plus 4 Gold ist die Handelswege. Das wird unsere finanziellen Dinge schon mal lösen können. Nationale Wunder haben wir nicht. Militäreinheiten, Goldkauf, Tourismus. Ja, Stufe 2 ist halt Vera oder Ideologie ändern, weil Wunsch nach einer neuen Ideologie ist ja schon da. Anarchie in Städten, in denen nichts produziert wird. Aber keine Grund. Wir haben hier noch 17 Zufriedenheit. Und Prora, was ist damit? Es dauert noch 13 Runden. Ein paar Lenker hat auch ist angegriffen worden. Wahrscheinlich von denen hier. Oh, nee, dann lass uns wechseln. Ja. Ordnung wollten sie haben, okay. Das Monument. Ja, das ist doch super. Plus 16. Keine Wissenschaft, kein Gold. Nichts, aber nun denn. Persepolis wird ein einen Seehafen bauen. Ey, dass wir St. Petersburg mit dem Öl verloren haben. Das ist unglaublich. Hier müssen wir, ja, müssen wir nicht. Wir können immer noch plus 15 gegen Marineeinheiten mitnehmen. Und es zurückziehen. Was wir hier nicht mehr wirklich machen können. Wir können ja gegen Landeinheiten schießen, ne? Ja, so wird ein Schuh draus. Eine Fregatte, da schau her. Hier würde ich sogar sagen, greif an. Weil wir da schön von der Stadt weg sind und nichts zu befürchten haben sollten. Kavallerie. Heilt. Und dir geben wir den Rest. Wir erforschen außerdem hier noch so ein bisschen die Gegend. Sehen, dass wir nichts sehen. Ohne will schon sagen. Eins. Nicht, dass wir ihn hier jetzt verlieren, wegen der Artillerie. Auch so ist es. Aber haben keine Einheit verloren. Müssen nur St. Petersburg wieder zurückbekriegen. Aber das sollte ja auch schnell gehen. Passt gerade. Steht hier blöd da. Wir können aber. Drei Runden dauert das. Auch nicht wirklich viel machen, ne? Nicht wirklich viel. Du kannst befördert werden. Dann nimm gegen mehr Marineeinheiten. Kannst du bis nach Venedig oder Jaroslawl? Nee, nur Moskau. Eieiei. Na, auch zu kurz. Den Bomber haben wir noch. Sehr gut. So, wir haben keine Aufständischen mehr. Das ist doch schon mal gut. Wir sind eine halbe Stunde im Spiel. Warum sagt mir denn keiner was? Schatzkammer ist leer. Ja, ja, ja. Unser Gebiet wurde Gegner gesichtet. Nicht nur einer. Wir haben ja auch nicht wirklich Fernkampfeinheiten, mit denen wir uns irgendwie wehren könnten. Schauen wir mal in der nächsten Runde, wie wir das lösen. Mehr Fregatten. Wenn wir eins haben, dann ist es Eisen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch nächste Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egon Zorn.